will da natürlich keine Kamera haben und ich will auch niemand sonst eine Kamera zumuten. Und überhaupt will ich auch nicht, sage ich mal, dass jetzt, angenommen wir sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100% irgendwie Leute und davon ist ein 0,5% ein Idiot, dann will ich doch nicht alle Leute so behandeln, also überwachen, wie es eigentlich nur den Idioten müsste. Ja? Ich muss mich doch an den positiven Leuten orientieren und nur sozusagen für die Idioten irgendwie so eine Rauswurfregelung vorsehen und auch mitkriegen, wenn die uns total ausbeuten. So, das kriegen wir schon mit, aber ansonsten will ich doch vom Guten ausgehen. Ne? So. Und Elena sagt, das ist irgendwie das, wie sie auch arbeiten will, obwohl sie bei uns auch keinen Vertrag hat. Also sie könnte theoretisch morgen den Job verlieren. Aber das geht nur, wenn ich Konsens minus 1 schaffe, das ist nicht so leicht, ne? Da fühlt sich sogar besser abgesichert. Sie sagt aber auch, dass es schwierig ist, dass man erstmal wieder reinwachsen muss, so zu arbeiten und zu leben. Ne? Also Thema irgendwie Motivation, am Rechner viel arbeiten, eigenverantwortlich und so, sagt sie auch, will ich nicht verschweigen, ist auch schwierig. Aber den meisten Menschen gelingt das früher oder später, bis zu einem gewissen Grad, sag ich mal. Wir haben auch welche dabei, die sind dann zum Teil noch sehr jung, die sagen dann, ja, ich will aber einen Fahrplan haben, sag mal, was ich tun soll und wie und bis wann. Das ist auch ein Bedürfnis, dem muss ich auch irgendwie entgegenkommen und dann versuche ich das so, dass ich sage, ich gebe dir einen Fahrplan, aber bitte befolge ihn nicht. Dann nehme ihn als Orientierung von jemandem mit mehr Erfahrung und mehr Branchenwissen und so, es hat auch seine Begründung. So, dem kannst du zuhören, das ist auch sinnvoll, wenn Organisationen auf erfahrene Leute mit Fachwissen hören, aber die sollten auf keinen Fall die Entscheidungsmacht alleine haben, sondern es muss immer noch mal kritisch geguckt werden, ist das noch sinnvoll, was der will. Und dann sind wir wieder hier. Jetzt 20 Minuten nicht über Getränke gesprochen. Eigentlich geht es darum, uns um die Menschen zu kümmern, die da arbeiten. Und wenn wir das gut machen, dann bleiben die. Und dann kommen dabei Getränke raus, die wir dann verkaufen können. Das heißt, wir sind eigentlich so eine Art Menschenkümmererbetrieb und weniger ein Getränkeproduktionsbetrieb. Und davon kann man aber leben, das finde ich das irre. Das war ja vorher nicht irgendwie geplant. Und es ist sonst was, was so die Märkte irgendwie regeln sollen. Das tun sie auch, aber sie tun es halt nicht gut. Und sie tun es schädlich für Menschen und schädlich für die Umwelt. Das muss man also eingreifen. Und das ist den Leuten auch offensichtlich was wert, weil ich lebe ja auch davon. Ne? Man könnte mich ja einsparen und das irgendwie den Märkten überlassen. Das hat noch nie jemand vorgeschlagen. Ich hoffe auch, es wird Vetos geben, ne? Aber das hat noch nie jemand vorgeschlagen. So, und damit das andere auch so ähnlich machen können, haben wir das Ganze 2008 mal offengelegt, auf die Homepage getan. Mit dem Wunsch, dass wir quasi in 50 Modulen uns darstellen, wie wir es betreiben und andere diese Module nehmen können und bei sich sozusagen anwenden, implementieren mit CC bei SA, also das, wo es herkommt, sollte ich schon sagen, aber ansonsten ist es frei. Und das hat das Problem, dass dann auch andere Getränkehersteller das benutzen können. Das heißt, wir helfen der Konkurrenz. Und da habe ich überlegt, mir auch blöd, also will ich Konkurrenz vermeiden und habe wieder was getweet und habe gesagt, ich will Konkurrenz eigentlich nicht haben, ich will Kooperationen haben. Und habe nach und nach mit all diesen roten und gelben Verbindungen Kooperationen aufgebaut. Das heißt, wir telefonieren regelmäßig, tauschen uns Lieferanten aus, machen Kistenproduktion gemeinsam, Logistik zusammen, helfen uns mit Geld sogar, wenn es mal knapp ist, sowas gegenseitig auch schon. Das ist viel angenehmer, mit diesen roten und gelben Partnern zu kooperieren, als zu konkurrieren. Das ist ja viel anstrengender. Die Blauen, vor allem die Kollegen hier, die kapieren es nicht, die sind immer noch voll auf Konfrontation aus. Aber das sind auch so ziemlich die Einzigen in der Branche. So. Und das ist viel angenehmer so, zu kooperieren, statt zu konkurrieren. Von den Zahlen her sieht es gut aus. Also Cola, Cola 05, Bier sind die größten Getränke. Das wächst regelmäßig. Der grüne Balken beim Bier ist übrigens der Kongress. Ja. Und letztes Jahr ist es mal kurz geschrumpft. Das fand ich ganz spannend. Weil der zweitgrößte Kunde des Fusion Festivals ist auch weggefallen. Die haben ein Jahr Pause gemacht. Und da habe ich Mitte des Jahres gesehen, dass wir von 20 Euro brutto auf 18 Euro brutto gehen müssen. Es sei denn, wir schaffen es, ein Nullwachstum zu vereinbaren. Also als Ziel rauszugeben, wir schrumpfen nicht. Das habe ich beim Kollektivtreffen erklärt und gesagt, hey, ne, Freunde, so sieht es aus, so, das machen wir. Ich würde vorschlagen, wir vereinbaren als Ziel keine Schrumpfung. Und das wurde abgelehnt mit der Begründung, weil wir dann Druck haben. Das wollen wir nicht. Und ich habe gesagt, gut, können wir machen, aber dann müssen wir im Zweifel die Löhne reduzieren. Ja, so. Und dann war am Jahresende Konsens ohne Probleme, dass für alle auf 18 Euro reduziert wird. Ja. Weil das denen wichtiger war, den Druck nicht zu haben, als die Löhne bei 20 Euro zu belassen. Und in Deutschland ist es so, man kann auch mit diesen 18 Euro kann man hervorragend leben. Das ist völlig ausreichend, um sich zu ernähren, sich zu versichern, sich zu versorgen. Ich lebe ja auch davon, weil ich bin ein reicher Mann. Irgendwann bei 12 Euro wird es dann schwieriger. Ne? Also Geld ist schon wichtig, indem es ausreichend da ist.
Aber ausreichend reicht halt auch. Wir müssen als Gesellschaft zurück oder wir müssen wegkommen von diesem immer mehr, immer fetter, immer größer, immer neuer, immer... Ne, das geht nicht. Die Welt wächst nicht. Wir müssen uns reduzieren als Menschheit und können nicht immer mehr von etwas haben. Und das müssen wir auch vertreten. Das vertrete ich auch. Wir brauchen ein ausreichendes Einkommen, um sich zu versorgen, sich zu ernähren, sich zu versichern, vorzusorgen, Hobbys zu haben und so weiter. Und dann ist das ausreichend. So, und dann kommen solche Probleme. Und wisst ihr noch die Buchhalterin, die vorher Partys organisiert hat? So ein deutsches Finanzamt ist mächtig, das kann den Betrieb schließen. Jetzt. Und dann kannst du dich wehren, prozessierst 3-4 Jahre, vielleicht gewinnst du sogar, aber der Betrieb ist platt. Aber ich bin vorsichtig, Katja ist sehr gut geworden und wir sind dadurch bei einer Steuerprüfung 3 Jahre rückwirkend, unangekündigt, zu null rausgegangen. Und spätestens jetzt haben wir was bewiesen, nämlich 16,5 Jahre Premium mit ziemlich vielen Hacks oder Tweaks, die es eigentlich überhaupt nicht geht, wo es in keinem Lehrbuch steht. Alle sagen, das ist Quatsch, das geht nicht, keine Chance, doch, es geht. Es ist vollkommen rechtskonform, wir hatten keinen einzigen Rechtsstreit. Wir sind nach wie vor im Kapitalismus, den können wir jetzt noch nicht abschaffen, aber wir verbiegen den gerade, sage ich mal. Steuerrecht eingehalten, also wir sind sozusagen, wir sind immer noch da, das ist das Problem. Also wir beweisen jeden Tag, dass man das so machen kann. Und das ist ein Riesenspaß. Das war der erste, größte Teil, die nächsten drei sind kleiner, keine Sorge. Um das zu verbreiten, dass das so geht, haben wir mit mehreren Leuten seit 10 Jahren Veranstaltungen gemacht, über 800 insgesamt. Und dabei fragen wir nicht nach dem Honorar, sondern wir fragen immer, was ist fair und leistbar für den Veranstalter. Und egal was es ist, wir kommen. So, hier gibt es kein Geld, war auch klar. Andere zahlen ein bisschen, Unis, Fahrtkosten, sowas, Übernachtungen. Und manche Konzerne zahlen bis zu 3.500 Euro für so einen Motivational Speak, sowas. Fahrt auch hin und in der Summe geht das auf. Kann ich mir leisten, auch hier hinzufahren. Und nicht nur ich, sondern wir sind jetzt mittlerweile mehrere Leute, die rumfahren und versuchen auf der Bildungsebene das zu verbreiten, dass man anders mit Wirtschaft und Menschen umgehen kann. Und das halt an Unis, bei Kongressen, in Hackspaces und in diversen Städten. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Wir können halt in tolle Städte reisen. Total geil. Ich fahre im Oktober wieder nach England, fahre dann London, Leicester, Bristol und Eggham und fahre da rum und verbreite die frohe Kunde, dass man anders mit Menschen und Wirtschaft umgehen kann. Großartig. Zweiter Teil, Veranstaltungen können wir auch anders machen. Dritter Teil, ich wollte gerne andersrum auch rangehen und in andere Organisationen gehen und versuchen, die zu wandeln. Aber das Problem ist, als irgend so ein Typ mit kurzen Hosen lädt dich keiner ein, du brauchst eine Referenzenliste. Also habe ich angefangen, habe andere Organisationen verschiedenster Art kostenlos begleitet, von Partykollektiv über Kleinunternehmen, alles Mögliche, um erstmal eine Referenzliste zu sammeln. Habe dann bei der staatlichen Stiftung ein Projekt beantragt, die uns 3 Jahre bezahlt, dafür, dass wir in andere Unternehmen kostenlos gehen und die begleiten. Das haben wir jetzt auch hinter uns, das Projekt, um noch mehr sozusagen Erfahrung zu sammeln. Und war dann seit 2015 bei meinem ersten Konzern, habe denen geholfen, anders über Führung und Mitarbeiter nachzudenken. Die machen zum Beispiel so Sachen, die machen dann so 140 Leute Führungskräfte treffen, um über Führung nachzudenken. Und ich fahre dann hin und sage, ja, wo sind denn die Leute, um die es geht? Die Mitarbeitenden, ja. Ihr könnt doch nicht unter euch nur Führung entwickeln und das dann ausrollen. Das nennen die es auch ausrollen, ne? So. Das geht sogar nicht. Und jetzt probieren wir gerade Konsens aus in 2 Abteilungen. Also großer Spaß. Und das war auch unbezahlt zu Anfang, total irre. Und dann kam irgendwann eine E-Mail, so, ja, wir sind hier von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, wir wollen dich mal einladen. Und ich so, hä? Ein ganz irrer Spam oder ein Fake oder irgendwas so. Und dann war ich tatsächlich Ende 2016 für 8 Tage da und habe denen geholfen, in einem staatlichen Forschungsinstitut die Fluktuation zu reduzieren. Und die hatten 50 sehr motivierte Forscherinnen und 4, davon 3 Männer, Manager, mit Anwesenheitszeitzuteilung, Leistungsmessungen, Aufgabenzuweisungen und die ganz alte Schiene. So, das haben die sich in der Regel angeguckt, so bis sie 35, 40 waren, die Forscherinnen, dann sind sie gegangen. So, und denen habe ich was vorgeschlagen, was, glaube ich, in fast allen Organisationen helfen kann. Nämlich, behaltet eure Kommandostruktur, die braucht ihr auch, wenn es mal schief geht, aber geht als Ziel raus, sie möglichst nie zu benutzen. Ja, wie im Hackspace. Vorstand brauchst du, formal irgendwie drüber, klar, aber es läuft gut, wenn du den nie benutzt. Und das haben die auch umgesetzt und haben dadurch die Fluktuation deutlich reduziert. Und haben tatsächlich 7.000 Euro bezahlt, von denen ich im Kollektivbeschluss 2 Drittel behalten durfte, dann konnte ich meine Küche renovieren. Also hängt irgendwie alles gut zusammen.
So, das hat auch geklappt. Also jetzt sind wir irgendwie so eine Art Berater. Und das, der nächste Teil ist was, wo ich das ungern öffentlich hätte. Also würde ich jetzt darum bitten, die Kamera aufzumachen. Weil der vierte Teil, der geht auch schnell, aber den möchte ich noch nicht öffentlich. Auch so in seine Parallelwelt basteln. So, das heißt, wenn euch jemand erzählt, ne, bei uns geht das nicht, unrealistisch, wir können das nicht ändern und so weiter, dann denkt vielleicht mal drüber dran, dass es vielleicht die Leute nur nicht wissen, dass es anders geht. Das erlebe ich immer wieder so an Business Schools mit BWLern. Die lernen dann eine Schiene, ja, und die wissen einfach nicht, dass es anders geht, dabei geht es. So, Wirtschaft kann gehackt oder verbogen werden und da kann eine Person schon reichen. Eine Person, die den entscheidenden Exploit findet oder die irgendwie die Dinge anders anfasst, das kann schon ausreichen. So, und diese eine Person, die wird ihr sein. Das war der Talk. Danke fürs Zuhören. Ich finde es sehr spannend. Ja, meine Frage wäre, wie schnell lernen die Leute das? Also du bist ja der Gründer und du verbreitest die Idee, aber wie schnell geht es, bis die Leute die selbst umsetzen, ohne dass du immer helfen musst oder einen unterstützen musst und so? Also die Grundidee, sage ich mal, dass man auf Menschen mit Respekt und Wertschätzung zugeht und dann eine ähnliche Antwort zurückbekommt, und die formale Struktur behält, aber sie nicht benutzt, ja. Das ist jetzt nichts, was man, das kann man in 5 Minuten erklären. Ja. Aber bis die Leute sozusagen wirklich dahin kommen, das dauert unterschiedlich lange, und zwar umso länger, je länger die schon in normalen Strukturen, also anderen Strukturen arbeiten. Und typische Dauer ist 2 Jahre. Da muss man unterstützen, bis es dann von alleine geht. Genau. Ja. Und die Radikalität sozusagen oder das Ausmaß, in dem sie sich das zu Herzen nehmen, das ist auch unterschiedlich. Mhm. Und das ist auch klar, weil in der Deutschen Bahn zum Beispiel, da hast du einfach Dinge, die kannst du nicht im Konsens diskutieren. Da gibt es auch kaum Spielraum, Schienenbau zum Beispiel. Da gibt es Vorschriften, da gibt es Regelungen, da gibt es Gesetze, Räume. Da gibt es wenig Raum, sag ich mal. Ne? So. Aber in der IT der Bahn zum Beispiel, da probieren wir gerade Konsens aus. Also da gibt es den Raum. Und ich glaube, ein bisschen Wandel zum Besseren geht fast überall. Nur wie, das ist überall anders. Und wie schnell ist überall anders. Mhm. Ja, spannend. Und also du sagst immer, wenn viel Geld im Spiel ist, wie bei den Bahnen, wo man teure Schienen oder teure Infrastruktur hat oder so, ist der Spielraum kleiner. Aber dort, wo man frei entscheidet, also ein Getränk, das produziert man ja immer neu. Ja, in solchen Fällen, da kann man viel mehr frei gestalten und dort ist es besser geeignet. Ich weiß gar nicht, ob das am Geld hängt, ehrlich gesagt. Ich grübel gerade. Also es hängt natürlich an der Bereitschaft der Leute, das ist klar. Mhm. Es hängt an der Art der Tätigkeiten und des Produkts. Ja. Also in einem Krankenhaus mit einer Notarztabteilung, da muss es schnell gehen, da kannst du nicht diskutieren. Mhm. Schienenbau ist eingeschränkt, kannst du auch wenig diskutieren, aber ich glaube, das muss man rausfinden. Oder wo große Maschinen nötig sind, große Investitionen für Maschinen oder so. Das kann man auch im Content entscheiden. Das macht sogar super Sinn. Also das haben wir zum Beispiel gemacht bei dem neuen Flaschenscanner, der das Leergut durchleuchtet sozusagen. Da haben wir natürlich die Person mitgefragt, die das Ding bedient. Logisch. Und die ist aber angestellt, das heißt, sonst wäre die einfach nicht gefragt worden. Ja, das ist super. Wie ist arbeitsrechtliche Situation mit Altersvorsorge, Versicherung und so, funktioniert das? Wir haben uns da ein Hilfskonstrukt gebaut, weil wir keine Anstellungen und keine Weisungen haben wollen. Weil in der Anstellung in Deutschland ist es so, wenn du jemanden anstellst, hast du sofort eine Weisungspflicht. Du musst dann Arbeitsorte, Inhalte, Zeiten und was musst du dem bestimmen. Und wir wollen das nicht, deswegen sind wir die Orga-Team-Leute, das sind 12, die das Ganze im Kern betreiben, die sind sowieso alle frei. Dann haben wir 20 sogenannte Sprecher, die kümmern sich um Kunden, also Gastronomen, die sind auch alle frei. Und alle anderen Partner sind entweder selbstständig oder haben ihre eigene Firmen, also ihre eigene Rechtsform. Und alle, die wir direkt bezahlen, bezahlen wir aus 3 Firmen. Das heißt, ich bin offiziell Einzelkaufmann, dann gibt es noch eine Mate und Holunder, die sind eine UG. Und dann gibt es noch Kolle Mate, die sind eine GmbH. Und wir 3 sind Auftraggeber für diese freien Leute, damit die keine Scheinselbstständigkeit haben, sondern 3 Auftraggeber und keine Weisungen. Und wir müssen dann nur ausreichend hoch zahlen, damit die Leute selbst ihre Absicherung machen können. Und die wiederum ist in Deutschland Pflicht. Also ohne Krankenversicherung darfst du zum Beispiel nicht sein. Und das geht super auf, weil ich lebe ja auch davon, ne? Versichere mich und die Versorgung. Hast,
Also alle Mitarbeiter deiner Firma sind privat versichert, also keine Kassenpatienten. Doch, das können die Leute wählen. Achso, das kann man wählen. Das ist nämlich auch wieder ein schöner Vorteil, wenn du angestellt bist, das ist für dich bestimmt, dass du in die Rentenkasse einzahlst in Deutschland, dass du die gesetzliche Krankenversicherung nehmen musst und so weiter. Und wenn du freie Wählung machst, dann kannst du wählen. Rentenkasse oder Haus abzahlen oder beides ein Stück weit oder Fonds oder irgendwas. Gesetzliche oder private Krankenversicherung, dann hast du die Wahl. Also, du hast einmal erwähnt gehabt, dass Leute, die die Papiere haben, auf einen Job sozusagen stecken bleiben. Bei uns in der Schweiz gibt es mittlerweile auch fast schon gesetzlich mittlerweile eingeschrieben, das Recht auf Weiterbildung. Etwas, was wir auch als Unternehmer auch gekämpft haben für die Mitarbeiter, weil das eben auch eigentlich so ein bisschen sein soll. Also ist das irgendwie in Deutschland nicht so, dass es kein Recht auf Weiterbildung ändern gibt? Oder nicht, dass ich wüsste. Okay. Weiß jemand, ob hier noch ein Anschlusstalk ist? Schauen wir nach. Wir sind in Pause jetzt gerade. Pause haben wir noch. Also zu erwähnenswert ist, es gibt also in der Branche, wo ich noch arbeiten muss, also das muss man genau hinzufügen, da gibt es Leute, die sind 20 Jahre in der Spedition und die können nicht wechseln. Also und das in Pratteln, also Nordwestschweiz, also das ist, jo. Recht auf Weiterbildung, ich gehe mal davon aus, du meinst das von der AHV, also... nicht AV, Entschuldigung, ALV, also die Arbeitslosenversicherung, die auch Weiterbildung zahlt. Mindestens die. Es gibt auch innerhalb von Betrieben, muss man das organisieren. Okay. Ja, also die, wo wir haben, naja, Gefahrengutkurs, aber ich glaube, das war es auch. Also bleibt noch wieder stecken. Aber ja. Das Modell setzt dann schon viel Eigenverantwortung von jedem Einzelnen voraus. Nicht nur für die Arbeit, die er macht bei euch, sondern auch für sich selbst abzusichern. Und dann ist die erste Zeit, muss dann ja schon viele erstmal mal wie ein Coaching quasi, oder wie kann man sich das vorstellen? Ist da, weil der muss ja auch den ganzen Rest, der muss ja wie ein kleiner Unternehmer dann angehen. Quasi. Ja, mit dem Zusatz, dass das mit uns eine sehr sichere Sache ist. Also wir verlieren extrem wenig Leute. Auf die gesamten 1700 sind es unter 2%, die wir verloren haben auf die gesamte Laufzeit. Und aus dem Orga-Team haben wir noch nie jemanden verloren. Und dann reden wir halt drüber, ne? Also wie ist es heute mit dir, wie machst du das und so, wie sicherst du dich ab? Okay, also das findet dann schon statt. Ja, also ich brauche ja Leute, die, sag ich mal, zufrieden sind, sich sicher fühlen und so, ne? Ja. Dann gehört es dazu. Ach, weil es gibt halt ganz gut. Ja, es gibt ja in der Wirtschaft auch Betriebe, die viel mit Freiberuflern arbeiten, da findet das aber nicht statt. Da ist es dann dem Unternehmer egal, im Auftrag. Genau. Das ist ganz klar. Und das ist natürlich dann für Leute, die so clever genug sind, die können das machen, aber es gibt natürlich auch Leute, die dann Unterstützung brauchen. Ich bin zum Beispiel mal mitgegangen zu einem Bankgespräch, weil eine Kollektivistin gerne ein Haus abzahlen will. Mhm. Und wir konnten halt keinen Arbeitsvertrag vorweisen. Und dann bin ich mitgegangen und habe grob erklärt, wie wir das machen und dass wir schon seit 10 Jahren mit der Person arbeiten und dass es auch noch 10 Jahre so weitergehen wird. Und dann zahlt die Person jetzt ein Haus ab. Mhm. Wie lange ist denn die Pause? Bis halb? Halbe. Halbe Stunde haben wir? Nein, ach so, jetzt noch 10 Minuten. Jetzt noch 10 Minuten, okay. Wenn man schon. Nicht, dass wir das blockieren für die nächsten. Mich würde noch interessieren, also diese Idee wächst ja bei euch. Ihr werdet immer größer und habt mehr Produkte, mehr beratende Kunden. Aber gibt es auch andere Firmen, die das die gleiche Ideal haben und auch wie du so sich versuchen, da diese Idee zu verbreiten oder eine ähnliche Idee zu verbreiten? Also ähnliche Ideen gibt es sehr viele. Ja. Da gibt es alle möglichen Modelle. Heißt dann New Work, Agilität, Arbeitswelten 4.0, Holokratie, Soziokratie und so weiter. Also da sind sehr, sehr viele, also es gibt so einen Gesamttrend, sage ich mal, der sich da bewegt. Das halte ich auch für was Gutes. Frederic Laloux, der hat das Konzept von Thiel-Unternehmen zum Beispiel, ist gerade ganz bekannt, da passiert ganz viel. Aber das geht für mich gefühlt noch viel zu langsam in der Praxis. Das hat oft auch nur so sage ich mal, so Theorien. Und es betrifft in der Regel nur privilegierte Berufe. Also Spediteure kommen da zum Beispiel nicht vor, weil die sollen fahren und fertig ist das. Ja. Und das ist noch für mich ein Nachteil. Aber das ist zugleich auch
eine Aufgabe. Also das geht zu langsam, wir müssen da mehr Gas geben. Mhm. Mehr rumfahren, mehr Organisationen begleiten, die Ideen verbreiten und so weiter. Ja. Deswegen, wenn ihr es mitverbreiten wollt, wäre ich dankbar. Okay. Willst du sagen, vor 30 Jahren gab es das noch überhaupt nicht, oder? Andersrum, da gab es auch schon Kollektivbetriebe, die sich so aufgestellt haben. Also das ist nichts Neues. Also es gibt ja in Amerika Shaker-Communities vor 150 Jahren oder so. Die haben sich auch total organisiert und so. Was wir hier vielleicht machen, ist so ein bisschen Community oder Kollektiv on Steroids. Also das Ganze online zu verlagern mit sehr vielen Leuten und das sozusagen aktiv voranzubringen. Die meisten Betriebe, die ich sonst kenne, die denken das intern. Also wir hier sind das Café-Kollektiv und wir machen das. Das ist auch gut, aber es klammert halt das ganz andere, was eben nicht extern ist, klammert es aus. Wie sieht es denn aus, das wäre noch interessant, also es geht, ihr habt ja Leute aus den verschiedensten Bereichen Deutschlands, gehe ich mal davon aus, kriegt jemand aus einem neuen Bundesland genauso viel Lohn wie jemand aus einem alten Bundesland? Ja klar. Und wie sieht es denn aus, also wenn jemand in der Schweiz wohnt und sagt, hört mal zu, hier ist das Leben sauteuer. Mhm. Genau, wir haben für die Schweizer, da gibt es auch ein paar Läden und ein paar Händler und auch Sprecher, die hier arbeiten, gibt es 50% Zuschlag, weil die Schweiz einfach viel teurer ist. Okay. In Deutschland haben wir das noch nicht, da müsste man eigentlich auch zwischen München und Rostock unterscheiden. Mhm. Das haben wir noch nicht, das wird vielleicht noch kommen. Aber für die Schweizer ist ganz klar, da muss mehr kommen. Ja, klar. Logisch. Ja. Interessant. Bewegen da auch Teilzeitmodelle oder sind die Leute 100%? 100% halten wir für eine schlechte Idee, weil wenn du 100% von uns abhängig bist, bist du 100% von uns abhängig. Und das ändert auch was. Ne? Wenn wir den besten Draht überhaupt haben und du weißt aber genau, du bist voll abhängig, dann ändert das was. Deswegen sagen wir, bitte bei diesen drei Firmen Auftragnehmer sein, plus mindestens einen weiteren, damit du weißt, du bist auch gesichert, wenn mal mit uns irgendwas ist. Weil dann ändert sich das auch, dass du dann wirklich deine ehrliche Meinung sagst. Ne? Und wenn du abhängig bist, dann sagst du vielleicht nicht. Und du sagst, vor 30 Jahren gab es das noch mehr, also als heute, weil einfach dann viele große Firmen gewachsen sind in der Zwischenzeit, die das nicht machen, oder? Ich bin da ehrlich gesagt geschichtlich nicht so im Bilde. Also ich weiß, dass es verschiedenste Ansätze in ähnlicher Weise gibt. Ja. So, da sind wir einer von vielen. Wir sind vielleicht ein bisschen radikaler oder so, das ist sowas, aber also das ist nichts Neues. Unser Bierbrauer zum Beispiel, der ist in einem 1000-Einwohner-Dorf. Für den ist völlig klar, der muss seine Umwelt vernünftig behandeln, weil er da wohnt. Er muss sich sozial vernünftig benehmen, weil er da wohnt, sonst kann er sein Bier nicht verkaufen. Er muss ausreichend Geld erwirtschaften, um seine Anlage in Betrieb zu halten. Aber er kann sich da auch kein Palast hinstellen, dann verkauft er auch sein Bier nicht. Er kann auch seine Mitarbeiter nicht unvernünftig behandeln, weil sonst spricht sich das rum im Dorf, dann verkauft er sein Bier nicht. Also das ist für den völlig klar, er muss sich da benehmen. Aber ja, denkst du, das wird man überall sein? Also ist das dein Ideal oder ist dein Ideal 50% der Wirtschaft oder was ist dein Ideal? Ich hätte gern, dass alle Menschen sich vernünftig benehmen, ja. Das ist schon gut. Ich bin noch bis 16 Uhr hier, da muss ich zurückfahren, habe ich am Anfang erklärt. Ich bin also noch unten, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt. Ich würde dann jetzt hier zuklappen, damit die Nächsten auch Wechselzeit haben. Danke euch.